Ja. Also ich glaube, in erster Linie bin ich mal ein Naturmensch. Familienmensch. Dann bin ich Unternehmerin. Gemeinsam mit meiner Schwester Alexandra Ludescher-Bieber führen wir die Firma Allsport OG. Und wir haben vor 2,5 Jahren eine größere Veränderung durchgezogen, nämlich nach dem Ausstieg aus der industriellen Produktion im März 2016 hat sich Allsport neu aufgestellt. Wir konzentrieren uns jetzt auf 3 Standbeine. Das eine ist die textile Dienstleistung, das zweite ist die Schneiderei und das dritte ist, dass wir einen Gewerbepark haben, der nennt sich Allsport Campus. Das ist ein bunter Mix aus verschiedenen Unternehmern, der uns, also wir befruchten uns auch gegenseitig damit. Das ist eigentlich ein ganz buntes Spannungsfeld. Für mich war es einfach wichtig, ich komme aus der Entwicklung, aus der Produktentwicklung, aus dem Design. Habe auch irgendwie eine Schneiderseele, deswegen auch hier unsere Schneiderei. Und ich denke, wenn etwas authentisch ist, dann macht es absolut Sinn. Wir haben hier einen riesen Erfahrungsschatz und es macht auch Sinn, in der Zukunft diese Entwicklung, die Technologie hier in Vorarlberg zu lassen. Wir können also wirklich den Markt verstehen, denke ich hier. Die Bewegungsfreiheit, das ist etwas, wo wir uns eigentlich darauf konzentrieren, dass man beim Sport einfach, oder auch in der Mode, das wird ja immer mehr, das verwässert sich ja so, oder? Man will auch bei der Travel-Bluse, willst du, oder wenn du auf Reisen bist, Business, dann willst du auch voll bewegen können. Du willst nicht, dass man irgendwie Schwitzränder sieht. Also es ist mir ganz wichtig, was zu schaffen, was Nachhaltiges zu schaffen. Wichtig sind mir da die Menschen in dem Umfeld, dass ich also in meinem Netzwerk muss es einfach super sein. Da muss ich mich wohlfühlen. Und da freue ich mich auch ständig über den Austausch zwischen den Menschen.